Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute zeige ich euch, wie man einen einfachen Salat macht. Und los geht's halt im Intro. Viel Spaß! Ja, heute mal wieder ein kleines Rezept, oder besser gesagt, ist mehr ein kleiner Tipp, ja, mehr ein Hinweis, was kann man machen. Wie gesagt, ist wieder für meine Diät-Challenge. Und da können wir natürlich schön Salat essen. Aber wir dürfen halt auch nicht alles essen, ja. So, ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Wie gesagt, das ist jetzt mal so ein kleiner Tipp, so ein paar Hinweise, was man für Salate machen kann. Ja, ihr könnt Blattsalat nehmen und da so Feldsalat, alles möglich. Ich habe hier, ich weiß ganz gar nicht, wie der heißt. Ja, ihr könnt da, wie hier mal Blattsalat, Spinat. Ihr könnt da wirklich alles nehmen, was da so gibt. Könnt da schön viel mit reinhauen, auf jeden Fall. Ja, dann mache ich mir meistens immer noch hier eine Gurke. Schön klein geschnitten, ja, die Haut entfernt, weil meistens, ja, bei Biogurken könnt ihr sie vielleicht dran lassen, aber heutzutage sind die Biogurken ja meistens immer in Alufolie eingeschweißt. Nicht in Alufolie. In Folie eingeschweißt, so. Das ist vielleicht auch nicht so gut, aber ja, lieber die abmachen. Blattsalat und sowas natürlich immer alles waschen, ist klar. So, dann habe ich hier noch Tomaten. Wie gesagt, ich bin so ein Freund von diesen kleinen hier, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die Ripstomaten oder, ach, weiß gar nicht, wie die heißen, bevor ich irgendeinen Scheiß erzähle. Ja, diesen kleinen Tomaten, wie gesagt, die kann man auch so mal schnell, man muss hier den alten Strunk nicht rausmachen. Einmal in der Mitte durchgeschnitten, geben, finde ich immer wirklich, ich liebe Tomaten, ja, geben dann super Geschmack ab, einfach mit rein. Ja, das ist eigentlich schon so meine Grundlage vom Salat, weil man kann da natürlich jetzt noch Paprika reinmachen, bin ich kein Freund von, komm, ist einfach nicht meins. So ein bisschen im Essen jetzt, wenn ich es aufkoche oder angebraten mache, dann ist okay. Aber so jetzt so ein, nee, bin ich kein Freund von. Aber wie gesagt, ihr könnt das natürlich gerne machen. Haut da noch Paprika mit rein. Ja, ihr könnt da glaube ich auch Pilze noch mit rein machen. Bin ich auch nicht so ein Freund von. Ihr könntet euch auch ein Ei mit rein machen, aber ein gekochtes. Ihr müsst, ich glaube, ihr dürft bloß ein Eigelb am Tag essen, weil das hat ziemlich viel Fett. Ja, also dieses Eigelb, ihr müsst dann halt, ihr könnt hier ruhig Eier reinmachen, nehmt das Eigelb raus. Also behaltet nur das Eiweiß. Ja, ja, dann, das ist sozusagen Grundlage. Ich bin ein Freund von, ich esse den so, ohne jetzt Gewürz, ohne eine Soße oder irgendwas dazu. Hab ich gar kein Problem mit, esse ich gerne so. Ja, wenn ihr das jetzt nicht so mögt, ihr braucht da irgendwas, gibt es da so einen Tipp, da könnt ihr Essig nehmen, macht da ein bisschen Salz, Pfeffer, ein bisschen Gewürze mit dran. Und haut das damit rein, das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Mache ich auch ab und zu. Aber jetzt hier, ja, wie gesagt, ich liebe den so pur, wie er ist. Ja. Aber wer da Schwierigkeiten hat, man könnte da jetzt auch noch ein bisschen Gewürze ranmachen. Wer das möchte, aber wie gesagt, ich mag den so pur. Und ja, jetzt kann man natürlich noch was dazugeben, um den noch ein bisschen aufzupeppen. Gut wäre da zum Beispiel, wenn er da Thunfisch nehmt, könnt ihr jetzt Thunfisch rübergeben. Haben wir jetzt hier natürlich einen eigenen Saft, drauf achten. Thunfisch hier, wenn ihr jetzt so eine Dose habt, aber auch sehr viel Eiweiß, muss ich sagen. Ihr habt jetzt hier 100 Gramm, mal gucken, wie viel sind jetzt hier drin in so einer Dose. 150 Gramm haben wir hier drin. Angaben sind Eiweiß 25. Ja, ihr habt ja knapp 40 Gramm Eiweiß sind das denn schon, wenn er die jetzt dann noch mit zugibt. Das müsst ihr bedenken. Ja, dass er das da mit einbricht. Aber schmeckt auch sehr gut mit dem Thunfisch. Aber ich habe jetzt hier mir für eine andere Variation entschieden. Ich habe ja in einem letzten Video schon erklärt, wir müssen immer 300 Gramm Pute, ist immer so eine Mahlzeit, Hühnerbrust. Und meistens hat er so eine Packung immer ein bisschen mehr, was dann da über ist, einfach anbraten. Mit Wasser geht ganz gut. Ist am Anfang ein bisschen komisch, aber das kriegt man ganz gut hin. Und dann gibt man das zu seinem Salat dazu. Dann hat man da, Dings, hat man da wirklich einen schönen, leckeren Salat. Der ist wirklich lecker. Wie gesagt, Pute müsst ihr natürlich auch wieder ausrechnen, wie viel die jetzt wiegt und wie viel Eiweiß das hat. Aber im Großen und Ganzen habt ihr da, guck mal, wie viel das ist. Da ist man satt danach, wenn man das gegessen hat. Nur eine kleine Schüssel, wenn die voll ist, ist man satt. Auf jeden Fall. Ja, das an diesem Rande, bloß ein kleiner Tipp sozusagen. Nächste Woche gibt es ja wieder ein richtig gutes Rezept. Ja, ich verrate es jetzt noch nicht, aber da kommt wieder was ganz Großes auf uns zu. Wirklich leckeres Ding. Ja, in diesem Sinne soll es dann das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.